Mein Name ist Jakob Gruber. Ich bin leitender Arzt der Inneren Medizin im Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke und spezialisiert auf das Fachgebiet der Kardiologie als Allgemeininternist und habe diese Leitung seit fast 3 Jahren inne. Bin seit vielen Jahren hier im Hause als Arzt tätig und kümmere mich eigentlich um alle Patienten der Inneren Medizin und habe jetzt die letzten Jahre versucht, vor allem die Kardiologie weiterzuentwickeln und eine neue Zukunft aufzustellen für das Krankenhaus. Also bei einem Herzinfarkt passiert Folgendes. Ich kann das einmal an diesem Modell vielleicht zeigen. Das ist ein Modell für ein Herz, haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Und um das Herz herum laufen diese Adern, diese roten Linien, das sind die Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel mit Blut und Sauerstoff und Energie versorgen. Beim Herzinfarkt ist ein Herzkranzgefäß einfach zu, hochgradig verengt meistens, und dann geht das zu. Dann kommt kein Blut an den Herzmuskel und die Versorgung ist nicht mehr gegeben. Der Herzmuskel stirbt ab. Es kommt zu einem Untergang von Herzmuskelgewebe und das kann alle möglichen Komplikationen verursachen. Es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen, die zum Tode führen. Es kann zu einer akuten Herzschwäche kommen, die zum Tode führt. Es ist eine akut lebensbedrohliche Erkrankung und das Ziel der Akutbehandlung ist, dieses verstopfte Herzkranzgefäß so schnell es irgend geht wieder zu eröffnen. Die klassischen Symptome bei einem Herzinfarkt sind, wie sie allgemein auch immer schon bekannt sind, ein Schmerz in der Brust. Meistens ist es auf der linken Brust. Der Schmerz kann ein Engegefühl sein, er kann ein Brennen sein, es kann ein Drücken sein, wie wenn ein Elefant auf dem Brustkorb sitzt. Gleichzeitig verspürt man in der Regel eine Angstsymptomatik, also man hat das Gefühl, dass etwas nicht stimmt und dass das Leben auch zu Ende gehen könnte. Also starke Angst ist damit auch verbunden. Es kann eine Luftnot auftreten, man kann einen Schweißausbruch bekommen. Das sind die klassischen Herzinfarktsymptome. Natürlich haben Frauen auch die klassischen Herzinfarktsymptome mit Schmerzen in der Brust, Luftnot, Engegefühl. Diese Schmerzen können typischerweise auch ausstrahlen in den Rücken, in den Kiefer, in den Hals. Bei Frauen können diese Schmerzen aber vor allem auch im Bauch auftreten. Und diese Schmerzen können vom Bauch auch in alle Richtungen ausstrahlen. Und akute Luftnot ist auch ein klassisches Symptom, das bei Frauen auftritt. Also das heißt, der Ort der Symptomatik ist ganz anders als bei Männern. Und ansonsten diese anderen Symptome wie Angst, Schweißausbruch sind genauso wie bei Männern. Aber die Bauchschmerzsymptomatik ist relativ typisch für Frauen. Also das Wichtigste ist, sofort 112 zu wählen, den Notarzt zu alarmieren, der einen dann in das Krankenhaus bringt, damit möglichst sofort eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt wird. Das ist auch im Gemeinschaftskrankenhaus seit über einem Jahr möglich, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Wenn man hierher kommt, wird man erstmal diagnostiziert, es wird Blut abgenommen, es wird ein EKG geschrieben. Und dann geht es sofort ins Herzkatheterlabor. Dort wird eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt und es wird geguckt, ob ein Herzkranzgefäß verschlossen ist, um das wieder mit einem Katheter zu eröffnen und unter Umständen einen Stent, eine Gefäßstütze in dieses verschlossene Gefäß einzusetzen. Das ist die akute Behandlung des Herzinfarktes. Also die akute Herzinfarktbehandlung wird auf dem gleichen hohen technischen Niveau wie in allen Krankenhäusern bei uns angeboten. Und wir behandeln die Patienten natürlich so, wie es heutzutage in der modernen Medizin üblich ist. Aber dann hört es eben nicht auf, weil wir dann besprechen, was ist eigentlich die weitere Therapie. Beim Herzinfarkt handelt es sich eigentlich immer um eine chronische Erkrankung, die akut aufgetreten ist. Das heißt, man muss das auch langfristig behandeln. Manche Menschen kommen dann in eine Rehabilitationsbehandlung über ein paar Wochen. Und in Herdecke bieten wir dann auch noch ein Schulungsprogramm an. Das nennt sich die Herdecke Herzschule.
wo Menschen mit Herzinfarkt über ein Jahr mit uns zusammen eine Umstellung ihres ungesunden Lebensstils erüben und erlernen können, um wieder herzgesund zu leben und letztendlich zusätzlich zur medikamentösen Therapie eine ganzheitliche Therapie zu bekommen.